Hier sehen wir jetzt die ersten Frühlingsblüher und erstmal alle willkommen auf meinem Kanal Thorsten und seine Welt. Mein Kanal ist Aquaristik, Garten und allerlei. Schaut am besten mal auf die Playlist an, aber jetzt geht es heute mal um die winterharten Palmen. Jetzt werden wir mal so einen kleinen Rundgang machen. Hier sehen wir schon die ersten schönen Frühlingsblüher, die Kokosse, was alles jetzt rauskommt. Also wir haben zwar immer noch minus 3 Grad in der Nacht, am Tag kommen wir mittlerweile jetzt auf 3 Grad. Und die Aufnahmen sind jetzt von ungefähr vom 17. März, wie ich es aufgenommen habe. Also heute so noch ein schöner sonniger Tag. Jetzt gucken wir uns mal die Frostschäden an. Da sieht man am besten immer hier so ein bisschen an die Blattspitzen der Palmen. Die hatte ich auch eingewickelt. Da kann ich euch ja dann noch mal ein Video verlinken oben nachher. Aber hier sehen wir wirklich, also ist nichts passiert weiter. Aber der Vorteil ist höchstwahrscheinlich hier bei diesen kleinen Palmmätze. Die sind noch nicht so alt. Die größte ist jetzt hier 7 Jahre alt. Und die anderen kleinen so circa 3 Jahre alt. Aber der Vorteil an diesen Palmen ist, weil die haben nicht so viel Winterschäden abgekriegt, weil die ein Schutz, also der dicht an der Hauswand ist und dadurch stehen die relativ windgeschützt. Auch man sieht hier im Hintergrund auch immer noch die Bananenpflanzen, beziehungsweise was da noch übrig ist, denn oberhalb frieren sie weg und aus der Wurzel kommen sie wieder hoch. Ne? Jetzt haben wir die hier bei dem vorderen auch nicht. Da kennt man immer gut, wenn die Blattspitzen, das sind so gesagt, passiert, wenn die Kristalle innen drin anfangen zu frieren, die platzen dann weg, die Palmwedel, und dann sieht man nachher nach und nach, wenn die Sonne drauf scheint, dass er austrocknet und dann langsam braun wird. So. Hier ist hier meine größte Palme, also auch die älteste mittlerweile. Schön die Sonne jetzt hier scheint. Hier sind wir schon mit die Wedel oben über 3 Meter hoch, der Stamm schätzungsweise 2 Meter. Der Zoo und hier haben wir natürlich, weil sie relativ offen steht, die haben wir natürlich auch eingewickelt im Winter. Dann noch einen Heizstab, also Heizdraht gemacht. Und hier sehen wir jetzt die typischen Frostschäden. Wichtig ist, dass die Wurzeln nicht wegfrieren und dass das Herz nicht so feucht ist im Winter. Und wenn nämlich Frost kommt, platzt das Herz dann auch weg. Also da sollte man schon ein bisschen darauf achten, dass man das auch schützt, aber auch nicht zu lange eingewickelt lässt die Palmen. Denn bei winterharte Palmen, also bedingt winterharte Palmen, ist mehr, beziehungsweise weniger ist dann immer mehr vom Winterschutz. Denn die Palme gewöhnt sich auch nach und nach dran an das Klima. Okay, dann soweit. Und hier in der Mitte sieht man ja die Sperre. Und anfangen zu düngen tue ich meistens immer erst, wenn die Sperre anfängt zu wachsen. Das kann man mit so einem kleinen Bändchen, was man rumbindet, und dann sieht man das nach und nach, wie das Bändchen nach oben geht, dass der Speer nach von unten, also aus dem Herz nach oben rausschießt. Ne? Und wenn man aber erstmal die Speere ziehen kann, dann ist die Palme hinüber, dann ist sie verfault innen drin. Also ich habe meine ersten 2 Palmen, das ist passiert, die sind mir weggefault. Die hatte ich gekauft, die habe relativ groß, der Stamm war relativ dünn gewesen, aber der Wurzelballen war noch zu klein gewesen. Da sollte man schon drauf achten, wenn man eine Palme kauft oder im Internet kauft, dass er einen anständigen Wurzelballen hat. Und dementsprechend teuer ist ja auch die Palme dann. Ne? Also, aber wie schon gesagt, ich habe mir die gekauft, da war sie circa 1 Meter hoch, die Beine. Und erst habe ich sie in den Topf gehabt auf der Terrasse und dann immer im Winter runtergeschleppt. Und dann habe ich dann angefangen, einmal früher auszupflanzen. Und dann haben sie in Sommerzeit hier noch Wurzeln zu bilden, und wichtig ist es dann auch immer zu wässern. Also nicht, dass er patschnass still steht, dass er doch so ein bisschen wegtrocknet mal. Aber wie schon gesagt, da wo sie herkommt, da regnet der relativ viel und der Boden ist auch immer patschnass. Also, ich habe noch nie was erlebt damit, dass wir hier unter Wurzelfäulnis leiden. Ne? Und das ist hier die männliche Palme. Und da braucht man auch immer 2, um einen Samen zu haben, eine männliche und eine weibliche Palme. So, und hier ist noch so ein kleiner Schwenk über den Teich. Der sieht jetzt noch doll aus. Die Filteranlage vom Teich läuft noch nicht. Ringsrum, das muss alles noch runtergeschnitten werden. Das ganze, nicht Schilf, will ich nicht sagen, hier der Pampagras, was alles ist. Hier habe ich einen Korken noch in ein Wasser reingelegt.
Da können sich denn die Enten, die dann ab und zu mal vorbeikommen, draufsetzen, ohne dass sie von den Katzen gejagt werden. Hier ist der Bachlauf, der muss natürlich jetzt auch noch frei gemacht werden. Da blickt dies ja richtig radikal aus, jeden. Das soll auch so ein bisschen anders werden. Hier sehen wir jetzt ja nochmal den Korkstamm. Ne? Der Hund bellt auch schon wieder im Hintergrund, der will auch Gassi gehen. Muss ein bisschen warten noch. Ja, der schimpft jetzt. Na, da sehen wir hier den Kork. Und da sitzen dann im Sommer dann die ganzen Vögel drauf. Hier ist so eine kleine Grube, da ist auch noch eine Bananenpflanze drin. Da ist der Vorteil, dass der da Frost nicht so eindringt. Hier sehen wir das auch. Die schneide ich jetzt wirklich erst zurück, wenn der letzte Frost weg ist. Dann wird das alles sauber gemacht, dann sieht es wieder ordentlich aus und dann kann man schon gucken, ob die Bananen hochspringen. Jetzt sind wir hier nochmal im Keller, wo die Bananen, die Zierbananen überwintern. Die Blätter sind schön gekommen, aber da lege ich jetzt eigentlich im Winter nicht so viel Wert drauf, dass die Blätter rauskommen. Denn sobald sie aus dem Winterschlaf hier kommen, nennen wir das mal so, und dann draußen auf der Wiese stehen und die ersten Sonnenstrahlen auf die Blätter kommen, verbrennen die sowieso. Weil über das halbe Jahr, was sie jetzt im Keller stehen, die UV-Strahlung überhaupt nicht gewöhnt sind. Also entweder deckt man sie ab, aber ich lasse das einfach so Pflanzerin und wenn die Blätter verbrennen, es dauert nicht lange, kommen sie sowieso wieder neue raus. Die wächst relativ schnell. Letztes Jahr ist sie nicht so hoch gewachsen, keine Ahnung warum, entweder war es zu trocken gewesen oder die Stelle war schon zu ausgedörrt, weil ich zweimal die gleiche Stelle hatte. Also man sollte dann die wirklich mal woanders hinsetzen, weil die auch brauchen wirklich viel Energie aus dem Boden. Hier sehen wir hier auch nochmal noch welche, die sind in meinem Aquariumraum drin, die kriegen dann von der Aquaristikanlage relativ viel Licht und wir haben hier eine Temperatur im Winter von 15 Grad im Keller. Das heißt, die wachsen nicht so schnell, wir haben hier auch keine Schädlinge. Darauf Blattläuse ist auch schon passiert, ich hatte, also die sollte man effektiv bekämpfen. Ansonsten hat man ja die ganzen kleinen Blattläuse draußen im Garten drin und wenn man Hibiskus hat, draußen, das kennt eigentlich jeder. Also, hat euch das Filmchen gefallen? Lasst ein Abo da. Und natürlich bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Thorsten und seine Welt. Ciao.